Herr Pfarrer Eber, Sie sind hier in Kempten Pfarrer von 4 Pfarreien. Daneben sind Sie seit über 10 Jahren auch Priesterseelsorger. Warum haben Sie sich denn entschlossen, auch dieses Amt noch anzunehmen, das ja auch sehr zeitaufwendig ist, glaube ich? Ja, ich war immer schon gerne vernetzt mit verschiedenen Mitbrüdern in verschiedenen Gemeinschaften und Treffen der Mitbrüder tätig, habe mich immer auch interessiert für die Sorgen, für die Fragen der Mitbrüder. Und mir war es einfach ja, ein Bedürfnis, begleiten zu dürfen, die Mitbrüder auf ihrem Weg ein Stück weit mitgehen zu können, und habe mich eigentlich über die Anfrage damals auch gefreut. Was genau sind denn Ihre Aufgaben als Priesterseelsorger? Sie haben es mal so beschrieben, es ist ungefähr so wie bei Ärzten, die sich bei einem Kollegen in Behandlung begeben. Ja, genau, das ist jetzt die Situation, wenn ich dem Einzelnen begegne. Zunächst gibt es ja auch Treffen mit Gruppen, wenn uns Dekane einladen und wir in ein Dekanat fahren, um dort am Nachmittag eine Rekollektio, eine Besinnung zu halten, oder dass ich in Bad Faulenbach bei einem Weihekurstreffen dabei bin und dort einen geistlichen Tag gestalte. Aber der Schwerpunkt meiner Arbeit ist, wie Sie angedeutet haben, sind die Einzelgespräche und die Einzelbegleitungen. Das ist zum einen die sogenannte geistliche Begleitung, in der Mitbrüder relativ regelmäßig kommen, um ihre Situation anzuschauen, um zu erzählen, wie es ihnen geht, um mit mir zu überlegen, wie bei den vielfältigen Anforderungen das geistliche Leben, die Spiritualität vertieft werden kann. Zum anderen sind das Begegnungen mit Mitbrüdern, die vor einer Veränderung stehen, vielleicht vor einer Versetzung stehen oder aus anderen Gründen eine Veränderung brauchen, wo es dann Sinn macht, in einigen Gesprächen zu überlegen, was brauche ich, was sind gute Gründe, Kriterien, um zu sagen, das ist jetzt das, was für mich vielleicht der bessere Weg ist, womit wir mit Augsburg darüber reden können. Aber es gibt eben auch, um jetzt das vom Bild des Arztes abzuschließen, Situationen, wo Mitbrüder in einer ganz konkreten Krise sind, wo auch teilweise dann Krisenintervention nötig ist. Sie haben es angesprochen, die Aufgaben für katholische Priester werden immer vielfältiger. Aufgrund der Zusammenlegung von Pfarreien zu Pfarreiengemeinschaften steigt natürlich die Belastung. Welche Mittel und Wege gibt es denn für Sie, Ihre Priesterkollegen dort zu unterstützen? Ja gut, in der Regel ist es das Angebot, da zu sein, zum Einzelgespräch da zu sein. Und da habe ich innerlich immer so für mich so einen Dreischritt, der heißt mitgehen, mittragen und mitgeben. Mitgehen heißt für mich erst einmal das Zuhören, das Gute wahrnehmen, das Ernstnehmen, ein Stück weit einfach begleiten dürfen auf dem Weg, auf dem wir alle sind. Auch das Mittragen ist wichtig, weil doch unsere Mitbrüder immer wieder auch Belastungen haben, unter Beschränkungen leben, Situationen, die für sie schwierig sind, aushalten müssen. Und ich sage immer, so ein Priesterseelsorger ist auch wie so ein tiefer Brunnen. Ja? Also was da reinfällt, das ist dann natürlich auch im Raum des Vertrauens, der Verschwiegenheit aufgehoben. Und das darf ich mittragen. Und beim Mitgeben schließlich ist es sicherlich im Geistlichen natürlich ein Segen, falls das Gespräch in die Beichte mündet, auch die sakramentale Lossprechung. Vor allem aber auch, und das ist wichtig, eine positive Rückmeldung. Wie oft kann ich sagen, du hast dem erzählt, Mensch, Respekt, wie du das machst, ich staune. Und dass man einfach das positiv spiegelt, ich glaube, dass uns das ja allen gut tut. Sie haben Ausbildungen unter anderem in Logotherapie und systemischer Beratung. Sie waren als Notfallseelsorger tätig und mittlerweile seit über 30 Jahren auch als Pfarrseelsorger. Inwieweit helfen Ihnen denn diese Erfahrungen in der Priesterseelsorge? Ja, ich denke, Seelsorge ist ja immer ein ganz weites Feld. Es geht um den Menschen und menschliches Leben ist sehr vielfältig. Und die Mitbrüder, die Priester kommen mit ihren Themen, mit ihren Fragen in die Priesterseelsorge. Und ich denke, das vernetzt sich alles. Also für mich kann man das wirklich gar nicht so trennen voneinander. Viele Erfahrungen, die ich in der Notfallseelsorge gemacht hatte, kann ich teilweise in der Priesterseelsorge wieder aufgreifen. Ich gehe sehr gerne in die höheren Klassen des Gymnasiums und mache dort mit jungen Menschen Erfahrungen, wo ja auch jeder von uns in den Pfarreien dort seine Aufgaben hat, seine Herausforderungen hat, sodass das für mich alles, denke ich, ein lebendiges und vielfältiges Ganzes gibt. Ich aber jetzt nicht mich hier als den Fachmann einstufe, sondern letztlich ist ja auch Priesterseelsorger jeder von uns, der einen Pfarrer fragt, du, wie geht's dir eigentlich, der ihm sein Ohr leiht, der auch ein Stück weit bereit ist, ihm zuzuhören, seine Nöte mitzutragen. Das ist ja sicher nicht nur auf uns beschränkt, die wir das im Auftrag des Bischofs tun dürfen.
Zurzeit gibt es 3 Priesterseelsorger im Bistum Augsburg. Es waren auch schon mal mehr. Wünschen Sie sich, dass diese Zahl auch wieder größer wird? Brauchen die Priesterseelsorger noch mehr Unterstützung? Ich freue mich, dass unser Bischof Dr. Bertram Mayer sich als Pastor Pastorum, als Hirt der Hirten versteht und dass er sozusagen auch der erste Priesterseelsorger im Bistum ist, dass wir in seinem Auftrag diesen Dienst tun dürfen und natürlich in engem Vertrauen mit ihm. Ich bin jetzt zusammen mit Pfarrer Georg Schneider als Leiter der Priesterseelsorge und Dr. Ajay Arakal im Team. Als ich anfing, damals waren wir zu 6 und ich könnte mir gut vorstellen, dass Bischof Bertram unser Team auch noch mal etwas erweitern wird. Können Sie noch ein paar persönliche Erfahrungen schildern in Ihrer Arbeit als Priesterseelsorger? Wie sind denn die Priester? Die Erfahrungen sind natürlich ganz vielfältig. Aber was ich gerne anspreche, ich denke, dass viele uns Priester erleben, auch in unserer Stärke und dass wir natürlich auch den Auftrag haben, andere zu stärken. Und doch sind Priester auch sehr zerbrechlich. Das sage ich nicht nur, weil ich schon mehreren Priestern gegenüber saß, die deutlich suizidal waren, sondern das sage ich auch, weil in manchen Gesprächen zu spüren ist, dass einfach die Frage, was trägt mich und was war ursprünglich meine Motivation, ganz wichtig ist. Ich bin überzeugt, dass jeder Priester sein ganz persönliches Berufungserlebnis hat, das anfänglich dafür Grund war, dass wir sagen, ich will Priester werden. Und darüber reden wir ja kaum oder wenig. Und das ist, denke ich, auch eine wichtige Möglichkeit zu spüren, was ist es in einer ganz veränderten Situation nach all den Jahren oder Jahrzehnten der Erfahrung, was mich heute trägt, was mich heute motiviert. Und da, denke ich, kann man gut Schätze heben. Man kann versuchen, gewisse Wunden zu heilen und auf dem gemeinsamen Weg in der Begleitung wieder zu ermutigen, zu sagen, ich möchte meinen Dienst gerne tun. Und das ist, denke ich, für mich ein wichtiger Grund, warum ich auch heute sagen darf, ich bin gern Priesterseelsorger. Herr Pfarrer, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.